Guten Tag, ich dachte, ich mache mal ein kleines, kurzes Video zum Update 5.0 von der FreeCB British Armed Forces Vehicle Mod. Und das Kernstück des Updates ist der neue Merlin. Es gab vorher schon einen, aber das war, glaube ich, eigentlich in der Tat nur ein Reskin von dem Teil aus Vanilla. Und jetzt gibt es einen neuen. Ich denke, als Start gucken wir uns einfach mal bei im Vergleich an. Um das vielleicht einfacher zu machen, laufen wir einmal um den Vanilla Merlin rum und anschließend laufen wir um den neuen Merlin rum. Hopp, der Rundgang wäre abgeschlossen. Und jetzt gehen wir um den Neumann rum. Man sieht schon vorne, die Schnauze ist ein bisschen anders. Leicht andere Form, hat Antennen. Hier vorne ist eine Kamera und ich meine auch ein Suchscheinwerfer drin. Und das gehen wir mal weiter rum. Hier ist noch eine Kamera und ich glaube auf der anderen Seite ist auch eine. Und die funktionieren auch tatsächlich. Das sehen wir gleich, wenn wir einsteigen. Andere Türen. Öffnen kann und schließen kann. Heckrotor eigentlich ziemlich gleich. Dass auch hier wieder Kameras sind. Und man sieht, der Rotor ist anders und die Turbinen sind anders. Hier nochmal. Turbine hier. Weitere Änderungen sind noch, wenn man mal reingeht. Gehen wir mal hier. Right and back. Das ist ganz hübsch. Und hier sieht man einmal, ich kann die Türen öffnen. Links und rechts. Wenn ich weiter hinten einsteige. Dann kann ich hier auch eine Rampe aufmachen. Wenn ich im Weg wäre, das wird der Arsch stimmt. Dann gehen wir mal raus. Das ist etwas besser. Und was auch sehr nett ist, dass ich jetzt hier einsteige. Ein kleiner Lastenkran. Man sieht ihn hier nicht sehr gut, aber in anderen Helikopter bzw. in einer anderen Version sieht man es ein bisschen besser. Das mal zu den Sachen und ich denke, dann gehen wir mal ins Cockpit. So, jetzt sitzen wir hier im Cockpit und alles ist im Grunde aus. Das liegt daran, dass der Motor aus ist. Machen wir den Motor an. Hat man die üblichen Anzeigen. Aber es gibt noch weitere Sachen. Es gibt zwei Kameras, die ich zuschalten kann. Einmal sieht man oben links, das ist eine von den Seitenkameras. Dann gibt es eine Heckkamera, eine Kamera für den Innenraum und eine Bodenkamera. Zack, ich kann auch noch die Kamera zuschalten. Das ist eine Frontkamera, die glaube ich ein bisschen weiter rechts sitzt, also nicht ganz mittig zentriert ist. Kann ich ein- und ausschalten. Was gibt's noch? Ich kann Türen öffnen und schließen. Es gibt ein Voice Warning System, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie es ganz genau funktioniert. Ich habe vorhin mal einen Helikopter leicht beschädigt, nichts ist passiert. Von daher bin ich mir noch nicht sicher, ob das bei Beschädigungen jammert oder wenn ich zum Beispiel Radar erfasst, wenn eine Rakete kommt. Muss ich vielleicht mal jemanden testen, wenn ich jemanden habe, der mich mal aufschaltet und mich dann nicht umschießt. Ist mir jetzt aber gar nicht so kompliziert. Und wenn es nervt, kann ich das Voice-Gelabere auch ausschalten. Gucken wir mal, den Co-Piloten sitzt an.
Da gibt es auch eine Neuerung. Die gibt es bei allen Helikoptern. Standardmäßig hat man als Co-Pilot, wenn man oben den Kompass sieht, diesen Kompass nicht mit Grad anzeigen. Das heißt, man konnte als Co-Pilot nicht immer ganz sehen, wo man nämlich gerade hinfliegt. Das ist jetzt hier drin. Als Co-Pilot kann ich eigentlich ziemlich genau das machen, was auch der Pilot kann. Ich kann die Monitore zuschalten. Wobei ich sagen muss, mir wäre es persönlich lieber, wenn der Co-Pilot die beiden hier zuschalten könnte. Weil man hier von hier aus nicht super viel sieht. Zumindest nicht bei dem rechten Monitor. Und ich bin auch mal ein bisschen rumgeflogen und habe versucht, quasi die Heckkamera zu nutzen, um zu sehen, ob die Rampe frei ist. Und das war schon so ein bisschen, ich weiß nicht, Informations-Overload. Oder wäre es eigentlich praktischer, wenn der Pilot sich quasi komplett sich aufs Landen konzentrieren könnte und der Co-Pilot hier die Kameras hätte und ihm wesentlich einfacher sagen können, ob hinten das Heck frei ist oder nicht. Aber wer weiß, kommt vielleicht noch. Allgemein gesprochen gibt es 5 verschiedene Varianten von dem Helikopter, wobei es sind mehr oder weniger, ich sag mal, 3,5 ungefähr. Es gibt diese Variante in 3 Versionen. Es gibt immer mit 18 Passagierplätzen, mit 24, wenn ich mich nicht täusche, und auf jeden Fall 32. Und dann gibt es noch 2 Versionen, die bewaffnet sind. Davon steht eine da. Gucken wir mal, welche das ist. Das müsste die, genau, die 32er sein. Setzen wir uns da mal rein und gucken uns den Innenraum kurz an. Jupp, man sieht mehr Stühle. Und jetzt kommen wir zu den bewaffneten Versionen. Das ist genau die Combat Search and Rescue Version. Die hat, wenn ich mich nicht täusche, 18 Sitzplätze. Da wir zählen einfach mal drin. Bump. Aha, sie hat 2 Liegen, das heißt eine Liege, hier eine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Wenn ich mich nicht täusche, 12 Passagierplätze. Und dann noch die Türschützen links und rechts und hinten. Weitere Änderung, die auch auf alle Fahrzeuge zutrifft von den der Free Speed Mod, das Fadenkreuz ist weg. Alle quasi Geschütze auf den Fahrzeugen hatten standardmäßig immer in allen Schwierigkeitsmodus ein Fadenkreuz, wenn man nicht in den Iron Sights war. Und das ist jetzt auch weg. Ah, genau, die Winch wollte ich zeigen. War das die richtige Seite? Ich glaube nein. Das war rechts. Genau. Da sieht man es nochmal besser. Die Frage ist, gibt es eigentlich auch links eine? Nein, es gibt nur rechts eine. Ansonsten vom Cockpit her tut sich da nichts. Dann ist das wahrscheinlich die 24er Version. Nein, das ist die 18er Version, genau die da hinten eigentlich steht. Und dann gibt es nochmal... Ist das auch das? Nein, genau, die 18er Version Bewaffnung. Selbe Bewaffnung wie das Combat Search and Rescue Ding. Nur hat mehr Sitzplätze, weil die 2 Liegen fehlen. Ansonsten gibt es noch ein paar Detailsachen, die im Vergleich zu den Vorgängerversionen ein bisschen verbessert worden sind. Zum Beispiel ist es, warte mal, was der Motor komplett an ist,
ist es die Lautstärke der Rotoren, wenn man als Passagier oder als Pilot in dem Helikopter ist. Und das war gerade auch bei den Wildcats und bei den Dingern, weil das hinten eigentlich mal reingehen. So unglaublich laut, dass man sich eigentlich kaum noch über nicht von unterhalten konnte. Das ist jetzt auf jeden Fall besser. Okay, was es auch noch gibt für Missionsbauer oder Leute, die in Zeus aktiv sind, ist dieses Aircraft Servicing Modul. Das kann ich zum Beispiel, wenn ich so ein Helipad platziert habe, irgendwo hinklatschen. Und wenn ich drauf lande mit einem Heli, dann kann ich natürlich so Kram machen wie Helikopter auftanken, reparieren, aufmissionieren und. Ich denke, wir können noch mal kurz zumindest ein bisschen rumfliegen. In einer hübschen Version nehmen wir mal die SAP und stellen mal auf Abenddämmerung rum. Damit man nochmal den Suchscheinwerfer und so einen Kram sieht. Ist dunkel genug. Jo. Lichter an. Ach, Rampe sollte eigentlich zu sein. Und es hat, wie man sieht, Innenbeleuchtung. Wusste ich auch noch nicht. Greifen wir mal nach dem guten alten Joystick. Wenn das Trapper eher nicht rumspackt, weil die Sonne gerade ein bisschen ins Zimmer reinscheint. Lässt sich doch durchaus sehen, wie ich finde. Nachtsicht aufsetzen. Das geht natürlich nicht, wenn ich in einem Fahrzeug sitze, warum auch immer. Danke, Armer. Aber natürlich schöner Hildi. Ein paar gute Funktionen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, also nicht stört, aber verbesserungswürdig wäre, ist, dass man die Kameras vielleicht dem Co-Piloten ganz links zugeben könnte. Flugverhalten. Ich bin jetzt eine ganze Weile nicht mehr geflogen und kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, wie gut oder schlecht sich der alte Merlin oder sich das Standard-Wunderding geflogen hat. Ich meine, er hat sich immer ein bisschen komisch angefühlt. Und, oh, ich sag mal, gefühlt fliegt sich der Merlin jetzt besser. Es ist natürlich immer noch ein ziemlich großer Helikopter, entsprechend auch relativ schwerfällig, aber er fliegt sich auf jeden Fall, ich sag mal, nachvollziehbar, und man weiß, was man damit anstellen kann und was man besser nicht anstellen sollte. Das war's dann erstmal von mir.